Freiburg oder die Tölzer Löwen? Wer wird sich heute in diesem dritten Spiel die Serienführung holen? Und damit recht herzlich willkommen aus der Echte Helden Arena aus Freiburg. Wenn wir mal einen Blick auf die Playoff-Stände werfen, dann sehen wir, Kaufbeuren hat wieder in Frankfurt gewonnen. Also das ist wirklich die Serie der Auswärtsmannschaften. Bislang konnte keiner der beiden Teams zu Hause gewinnen. Freiburg-Tölz, da ist es gerade unterschiedlich. Bislang gewann dort jeweils das Heimteam die Partie und heute also der IHC Freiburg mächtig unter Druck, will selbstverständlich ja den zweiten Heimsieg feiern, mit 2:1 in dieser Serie in Führung gehen, aber die Tölzer Löwen ihrerseits wollen genau das andere, wollen erstmals auswärts gewinnen und damit die Serie in Führung bringen und auch die Serie mit nach Hause nehmen. Ob das gelingen wird, das werden wir sehr bald erfahren und wir gucken aber erstmal auf die Aufstellung um Trainer Kevin Coudet, der ja nicht viel Möglichkeiten hat. Maximilian Franzrepp bleibt im Tor, dann in der Defensive Sasa Martinovic und Manuel Edfelder, Markus Eberhardt und Matt McKenzie und Andreas Schwarz mit Niklas Heinzinger. In der Offensive Sean Weller, Tyler McNeely und Duba Dibelka. In der zweiten Reihe Johannes Sedlmayr, Max French und Marco Pfleger. In Reihe 3 Stefan Reiter, Mark Heatley und Christoph Kiefersauer, der in der kommenden Saison für Freiburg aufspielen wird. Und die vierte, nicht ganz vollständige Reihe mit Luca Tosto und Philipp Schlager. Da werden Kiefersauer, Pfleger und Dibelka immer wieder durchrotieren, um zumindest mit knapp 4 vollen Offensivreihen aufzuspielen. Ja, und die Tölzer, das geht natürlich ins Kräfteverhältnis. Freiburg, wir blicken mal drauf, um die Mannschaft von Peter Russell, hat da doch etwas mehr Personalien zur Verfügung. Ben Meissner weiterhin von Luis Benzing. Dann Peter Spornberger, Nick Pajot, Alex Brückmann, Patrick Kurz, Garrett Pruden und Philipp Riesle bilden die bislang sehr solide Verteidigung der Freiburger. In der Offensive Scott Allen, Chris Billig weiterhin, Brad Bulmer aufgestellt, Luke Pither weiter auf der Bank, Cam Spiro mit Nikolas Linsenmeier und Simon Danner in der zweiten Reihe, dann Tobias Kunz, Nico Kolb und Sebastian Christmann in Reihe 3 und in der vierten Reihe Marc Wittfort, Erik Betzold und Gregory Sakian. So also die Aufstellung der beiden Mannschaften und ja, ich denke, wir können rein in die dritte Partie hier in der Echte Helden Arena. Freiburg gegen Bad Tölz, Playoff-Halbfinale, Spiel Nummer 3. Viel Spaß! Und es ist angerichtet, die dritte Partie zwischen dem IHC Freiburg und den Tölzer Löwen. Hier aus der Echte Helden Arena. 1:1, wir haben es in der Vorberichterstattung gehört, steht es in dieser Serie. Und ja, bei Kaufbeuren Frankfurt steht es 2:1 für Kaufbeuren. Da gewann jeweils die Auswärtsmannschaft, hier bislang jeweils das Heimteam. Das heißt also, der Druck, der lastet jetzt auf den Freiburgern. Aber die Tölzer wollen mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Serie endlich das Heimrecht für sich holen. Tölz in den gelben Trikots und den schwarzen Hosen im ersten Durchgang von links nach rechts. Und die Freiburger in blau-rot von rechts nach links. Und die erste Strafzeit nach einer Minute 15 folgt auf dem Fuße. Peter Spornberger, der in Bolzano geborene 21-Jährige, mit den ersten 2 Minuten. Und das bringt also bereits die große Gelegenheit für die Tölzer zu Beginn dieses Spiels. Uli gewinnt. Pfleger bringt die Scheibe direkt in Richtung Ben Meissner. Ja, die Mannschaft um Peter Russell, die hofft natürlich vor heimischer Kulisse wieder als Sieger vom Eis zu gehen. Das würde er sich nachträglich, so hat er vor dem Spiel gesagt, zum Geburtstag wünschen. Gestern am 20. Juni 46 Jahre alt geworden, der Mann aus Ayer. Der gleichzeitig noch Head Coach der Briten. Und damit auch ja, in der zweiten Mannschaft ist Peter Russell, der Allrounder, der zusammen mit Dalian Heinrici den Freiburgern in dieser Saison neues Leben eingehaucht hat. Nachdem es die letzten 2-3 Jahre immer wieder um den Abstieg ging. Freiburg in dieser Saison fulminant auf dem dritten Platz. Und man kann mit der Leistung der Breisgauer mehr als zufrieden sein. Aber Tölz probiert. Weller. Freiburg wieder komplett. Gut dazwischen gegangen von Cam Spiro.
Der Spiro mit der ersten Gelegenheit in Richtung Maximilian Franz Repp. Simon Danner abgefälscht. Und die Belka. Thaler McNeely. Das Eberhard bringt die Scheibe da in Richtung des Tores, aber gut abgefälscht. Freiburg bemüht sich in der Defensive. Der Übermacht in der Offensive der Tölzer da aktuell Herr zu werden. Also die spielen hier wirklich die Scheibe hervorragend. Linsenmeier. Das Cam Spiro. Linsenmeier da im Zweikampf gegen Edfelder setzt sich durch. Cam Spiro. Philipp Riesle hält die Scheibe. Der Recruiten. Der jetzt zum Abschluss kommt. Nachschuss Danner. Und da war der Pfosten mit von der Partie. Erste gute Möglichkeit der Freiburger. Danner, die sich jetzt hier so festsetzen können. Spiro, Pruden. Kann er nochmal den Schussversuch wagen? Kommt da bislang nicht durch die Lücke. Scheibe ist fest. Linsenmeier, Nachschuss, Spiro. Und auch hier ist Maximilian Franz Repp erneut auf der Hut. Riesle. Schön nach vorne gelegt, aber gut aufgepasst. French. Mit der nächsten Gelegenheit für die Tölzer. Also wie auch schon in Spiel 1 und Spiel 2. Es sind enge Partien zwischen den beiden Mannschaften. Scott Allen, nächster Schussversuch von Philipp Riesle, der Kapitän. Sedlmayr kommt nach draußen. Und Max French. Sedlmayr. Scheibe läuft auch bei den Tölzern weiterhin hervorragend. Anderthalb Minuten noch im ersten Drittel zu spielen. Der Schuss aus der zweiten Reihe. Und es bleibt aber beim 0:0. Betzold und Heinziger, der da dazwischen geht. Also beide Teams durchaus mit ihren Gelegenheiten zur Führung. Beide Teams durchaus mit der ein oder anderen Chance hier zur Führung zu kommen. Aber beide nutzen es nicht. Und so bleibt es beim 0:0 nach 20 Minuten. Und die Spannung ist förmlich zu spüren. Keiner der beiden Mannschaften will sich hier die Blöße geben. Man will dieses dritte Spiel unbedingt gewinnen und Tölz mit 8:4, doppelt so viele Schüsse. Die Offensivzeit konnte Freiburg relativ gut kompensieren, aber die Bundesstatistik, die spricht aktuell für die Tölzer Löwen, die hier bärenstark wirklich auftreten. Wir gehen rein in den Mittelabschnitt. Tölz jetzt von rechts nach links und Freiburg von links nach rechts. Brad Bulmer billig mit der Gelegenheit. Und aus so einem vermeintlich einfachen Schuss kann hier durchaus was Gefährliches werden. Fällt auf Martinovic die Scheibe erstmal nach draußen, erstmal wieder durchatmen. Luber die Belka. Manuel Edfelder. Martinovic und Ben Meissner. Was für ein Save vom Freiburger Schlussmann. Nicht ungefährlich das Ganze. Und Freiburg über Simon Danner.
Scheibe wieder tief. 5 Minuten vorbei, Mittelabschnitt weiterhin. Bleibt es hier beim 0:0? Scheibe kommt da in die Fänge von Peter Spornberger. Sehr viel Glück gehabt. Wenn der Puck hier durchgeht, dann hat Tölz hier freie Schussbahn. Und wieder Freiburg über Cam Spiro. Und da muss er erstmal hinter sich fassen, Maximilian Franz Repp. Nicht ungefährlich. Freiburg oder Tölz, das ist die Frage. Wer holt sich diesen zweiten Sieg im dritten Spiel? Nicht so guter Schuss. Auch der nicht von schlechten Eltern, und Kolb wird da von 3 Tölzer Spielern angegangen. Also die gehen sofort auf den puckführenden Spieler. Und wieder die Strafzeit, wieder gegen Freiburg, wieder das Haken. Das kann am Ende spielentscheidend sein, diese Strafzeiten. Und es trifft dieses Mal Alexander Brückmann. Hier ist definitiv etwas Vorsicht geboten. Und Max French, Pfleger. Direkte Abnahme, gut abgeblockt von Ben Meissner. Heatley kann sich da gut durchsetzen. Spielt die Scheibe in den Rückraum. Marco Pfleger und Nick Pajot. Bringt die Scheibe nicht nach draußen. Tölz über Philipp Schlager. French von der Blauen geht am Tor vorbei. Und es wird zunehmend gefährlicher für die Freiburger. Die Tölz hier nicht im Zaum halten können. Freiburg wieder komplett. Betzold, lange Scheibe auf Brückmann. Alex Brückmann und wieder. Auch diese Scheibe nicht ungefährlich in Richtung Maximilian Franz Repp. Trotz alledem richtig gefährlich die Tölzer Löwen in dieser dritten Partie. 5,5 Minuten noch im Mittelabschnitt. Und Freiburg kann tatsächlich vom Glück sprechen, dass es hier 0:0 steht angesichts dieser Druckphasen, die die Tölzer hier immer wieder an den Tag legen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Und Brückmann vielleicht jetzt nochmal. Spiro! Keine 4 Minuten mehr. Linsmeier. Dass es wieder spannend wird, das haben uns die ersten beiden Partien gezeigt. Dass es zwischen diesen beiden Mannschaften hier eigentlich nie eine deutliche Geschichte wird. Und nochmal Tölz über McNeely, Martinovic und Ben Meissner. Letzte Minute läuft. Stärker gebrochen beim Freiburger. Da muss ich jetzt erstmal einen neuen Stick holen. Tobias Kunz. Kurz. Die letzten Sekunden, harter Check. Aber es geht auch in diesem Drittel nichts über das 0:0 hinaus. Und so bleibt es auch nach 40 Minuten beim Unentschieden. Und es bleibt weiterhin richtig, richtig, richtig spannend. Wer holt sich den Sieg im dritten Spiel? Zwölf zu 10 Schussstatistik. Freiburg jetzt also ein bisschen mehr in der Offensive gemacht. Die Bulli weiterhin sehr dominant von den Tölzer Löwen. Und ja, die Offensivzeit 1 Minute 21 Unterschied. Aber da ist noch Luft nach oben für beide Teams. Vor allem
was auch die Tore anbelangt. Und die wollen wir jetzt im Schlussabschnitt endlich sehen zwischen den beiden Mannschaften. Und wir gehen rein in den Schlussabschnitt. Zumindest die letzten 20 Minuten der regulären Spielzeit. Ob es danach beendet ist oder ob wir in die Overtime müssen, aktuell sieht das stark nach Overtime aus. Und Nick Pajot will das ändern. Will Freiburg hier den Sieg in Spiel 3 bescheren. Spornberger, direkte Abnahme von Chris Billig und wieder Weltklasse gemacht. Und Pajot. Erneut der Schläger gebrochen. Zweites Mal am heutigen Tag, dass er den Freiburger der Schläger bricht. Er fehlt jetzt natürlich. Hier hat er wieder ein neues Spielgerät. Und Ben Meisner. Ist ja bekannt für seine Ausflüge dahinter am Tor. Martinovic. Und Ben Meisner. Rückmann auf Spiro, der auf Linsenmeier. Freiburg kommt nicht durch, Franz Remm muss dran. Aber trotz allem, es ist nicht ungefährlich, was man zeigt. Denn es kann wirklich, ja, jede Gelegenheit, die noch so ungefährlich erscheint, am Ende gefährlich werden. Linsenmeier gewinnt das Budi. Brückmann auf Simon Danner. Simon Danner, jetzt mal durchgehen, aber wieder Linsenmeier in den Zweikampf verwickelt. Und Tölz mit der Kontermöglichkeit, aber gut in den Zweikampf vom Freiburger. Sedlmeier setzt sich trotzdem durch. Auf Eberhard, McKenzie. Und die Hälfte des Schlussabschnitts schon wieder vorbei. Kurz auf Danner. Wieder Freiburg, Simon Danner, da ist Patrick Kurz. Der kann vielleicht aus zweiter Reihe was machen, aber auch hier Maximilian Franz Remm auf der Hut. Gutes Stellungsspiel. Und es ist kein Durchkommen und es gibt wieder eine Strafzeit gegen die Freiburger. Und es trifft Cam Spiro. Und das bietet die Riesenmöglichkeit jetzt für Tölz, hier endlich den ersten Treffer zu erzielen. Und das in so einer Situation, 7:43 vor Ende des Spiels. Nick Pajot bringt die Scheibe allerdings erstmal nach draußen. Ganz, ganz wichtig vom Freiburger Schlussmann. Jetzt die Unterzahl überstehen, das ist essentiell wichtig. Jean Weller mit dem Drehungsversuch. Und wieder Pajot, wieder nach draußen. Und Sean Weller. Und wieder Nick Pajot. Zum dritten Mal bringt er die Scheibe nach draußen. Die Strafzeit jeden Moment abgelaufen. Und Freiburg wieder komplett. Keine 5 Minuten mehr. Marc Wittfort. Es ist richtig spannend hier. Nick Pajot, und wenn er den hier macht, dann ist das möglicherweise die halbe Miete. Unglaublich. Absolut unglaublich. Aber dieses 0:0, das zieht sich hier durch die Drittel. 3:45 auf der Uhr. Brückmann. Simon Danner kann die Scheibe nicht wirklich gut verwerten. Christoph Kiefersauer, der nächstes Jahr in Freiburg spielt. Verpflichtung bekannt gegeben.
Aber es bleibt weiterhin beim 0:0. Kurz auf Christmann. Christmann setzt sich da gut durch an der Seite. Da ist Kurz und er kann da die Scheibe nicht wirklich gut abschließen. Hatte zwar die gute Gelegenheit und die wäre auch super gewesen, wenn er da richtig zum Abschluss käme, aber dann der Tölzer in allerletzter Sekunde noch dran und dann der Fehler und Christoph Kiefersauer, der zukünftige Freiburger, nicht mit der Entscheidung. Riesenmöglichkeit für den Tölzer, hier die Gäste in Führung zu bringen. Matt McKenzie, Tyler McNeely, nochmal auf Sean Weller. Und es laufen die letzten 30 Sekunden. Lubodi Belka, Spornberger. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit über Brad Bulmer. Der versucht viel zu schnell den Abschluss. Freiburg wirkt heute sehr nervös. Lubodi Belka, Martinovic, McKenzie. Und es laufen die letzten 8 Sekunden. Kantölz in der letzten Sekunde hier noch was machen? Nein. Es geht mit 0:0 in die Overtime. It's time to support those around us with our monthly food. 60 Minuten gespielt. Und es steht 0:0. Freiburg jetzt doch einen Schuss mehr abgegeben, aber die Offensivzeit, die spricht für die Tölzer Löwen, die 3 Überzahlspiele am Ende nicht verwerten können. Wird das ein entscheidender Faktor sein in dieser Partie? Es läuft die Overtime, torloses Spiel bislang. Ein Treffer, der wird jetzt die Entscheidung machen. Und Sean Weller, der hätte das am liebsten gestern als heute für sich erledigt und seine Mannschaft. Unglaublich. Absolut unglaublich. Sean Weller, Riedfelder, Lubodi Belka. Die Freiburger suchen jetzt früher den Zweikampf. Wissen, mit jedem Schuss kann das Ding hier vorbei sein. Scott Allen. Das ist Pajot, wieder Scott Allen, bin ich! Und er macht das Ding in Overtime! Und das war ein richtig gutes Zuspiel. Freiburg geht mit 2:1 in dieser Serienführung. Ganz wichtiger Treffer, ganz wichtige Partie. Und lasst einen Daumen nach oben da, liebe Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. 2:1 für Freiburg in dieser Serie. Am Dienstag geht's weiter mit Spiel 4. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.